Maura Stocker bricht ein Tabu. Sie zieht aus der Familienwohnung aus. Die drei kleinen Kinder bleiben beim Vater. Er kann die Situation aushalten, auch die Reaktionen von außen müssen aushalten, auch aushalten, dass ich quasi mit Schuld bin. Ich bin der Täter und bin trotzdem traurig, ich habe einen Verlust. Psycho- und Paartherapeutin Felicitas Ambauen spricht in diesem Film darüber, wieso das heutige Bild der perfekten Mutter allen im Weg steht. Mutter ist eine moralische Kategorie und sich wegbewegen von der Familie wird ganz schnell mit Charakterschwäche assoziiert. Das ist problematisch. Auch die Mutter von Liana Müller verlässt die Familie, als Liana 3 Jahre alt ist. Trotzdem oder gar deswegen hat sie eine schöne Kindheit. Mein Vater hat mir genau auch Vaterliebe können geben, wo genauso wichtig ist wie eine Mutterliebe. Maura Stocker ist 39 Jahre alt und lebt in der Stadt Zürich. Sie ist geschieden, Single und Mutter 3 Kinder. Damals, nach der Trennung vor 7 Jahren, wohnten die Kinder zu 70% beim Vater. Heute leben sie zur Hälfte bei ihr. Zu Maura Stockers Lebenstraum gehörten Kinder dazu. Noch in der KV-Lehre heiratete sie. Kurz darauf kommt die erste Tochter zur Welt. Eine zweite Tochter und ein Junge folgen. Das Familienleben scheint perfekt. Die Kleinkinderphase genießt Maura Stocker. Sie blüht auf in ihrer Mutterrolle. Gleichzeitig stellt sie hohe Ansprüche an sich selber als Mutter. Im Nachhinein sagt sie, ihre Ansprüche waren zu hoch. Ich habe mich, glaube ich, recht auspowert, wo die Kinder klein waren. Und ich habe viel genäht, weißt, und so. Und, sehr viel das Musische mit den Kindern, weißt, und da noch viel zu Püppel gemacht. So. Ich habe mich sehr vorausgehabt, aber schön war. Schön. Ich würde es nicht anders machen. Auch mit dem Kochen. Oh, ich habe so geliebt, weißt du, so richtig La Mama. So, ich so, ich habe Postur nicht, aber sonst wäre ich so La Mama gewesen. Sie will alles perfekt machen. Mit einem Kinderschuhe-Online-Shop macht sie sich zudem selbstständig. Ihr damaliger Mann unterstützt sie. Dass sie bereits seit ihrer Kindheit an einem ausgeprägten ADHS leidet, weiß sie damals noch nicht. Es könnte zur Überlastung entscheidend beigetragen haben. Ich habe in der Nacht geschafft, am Tag Kind und der Haushalt war mega chaotisch und er ist super Hausfrau gewesen, also Hausmann in dem Sinn neben dem Schaffen auch. Also es ist wirklich irgendwie, weiß so, burp. Cousin. Und so nach außen haben wir, glaube ich, schon nach so einer tollen so Familie ausgesehen, so, wenn das auch gut können verkörpern. Von außen wirkt sie wie eine Frau und Mutter, die alles im Griff hat. Sie wird gar oft gefragt, wie sie das alles bloß unter einen Hut bekomme. Wo die Kinder grösser geworden sind, habe ich gemerkt, dass ich müde werde. In mir war das Problem, nicht im Aussen. Das Kochen und das weiss, nicht angelegt sein und die heißen und so und tolle Kinder. Und eigentlich innerlich. Ich musste den Karren an die Wand fahren, in mein Innerlich. Ich habe den gar nicht sonst gemerkt. Für mich ist irgendwie ja, ah, Fasnacht, du brauchst das Kleidchen. Habe ich einfach in der Nacht nur ein Feenkleid genäht. Ich habe es gar nicht gecheckt. Maura Stocker sagt, sie habe sich verausgabt. Ihre Grenzen weder gemerkt noch gewahrt. Der Tag ist
in sich gefüllt gewesen mit dies und das, diesen drei Bedürfnissen, also mit diesen drei Kindern, mit den Bedürfnissen und dann natürlich noch meine und Geschäft und Mann und Familie und Essen und Kochen und Einkaufen. So. Aber doch, wenn sie ins Bett gegangen sind, wenn die Ruhe eingekehrt ist, ist wie so, oh, ja, tief erschöpft.2015 hat sie eine heftige Panikattacke, kommt ins KITS, ins Kriseninterventionscenter. Die Diagnose? Eine Erschöpfungsdepression. Später erfährt sie auch, dass sie an einer Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, leidet. Für mich war es wie die Hölle küssen, weil ich dort in dieser Panikattacke habe ich nicht gewusst, ist das jetzt für immer. Und bin sehr in etwas hineingekommen, wo ich wie, ich habe wie eine neue Sprache lernen. Das ist für mich wie, ich habe das Gefühl, ich habe die Hölle geküsst und es gibt das Leben davor und es gibt jetzt. Und jetzt bin ich wie bewusst, dass es eine Hölle gibt. Komme ich wieder raus? Und wenn ja, mit was für einem Schaden? Die Panikattacke war so heftig, dass sie nicht mehr laufen und sprechen konnte. Erst im Spital kommt sie zur Ruhe. Eine Ruhe, nach der sie sich gesehnt hat. Ich habe dort wie Blut geleckt, in dieser Ruhe rein. Ja, das wollte ich. Wollen. Und das ist dann für ihn eigentlich eben nicht so gegangen. Ja, und dort sind wir ein bisschen auf Abwägen gekommen. Also, glaube ich. Und ich habe dann auch wie gewünscht, dass wir irgendwie so ein Refugium haben oder hätten. Weißt du, wie so ein Zimmer, wo er oder ich, aber vor allem ich für mich, einen Rückzugsort hat. Ich habe dann wie so ganz fest Mauer gebraucht, mich. Und er ganz fest Familie. Und dann, ja. Nach 10 Ehejahren trennt sie sich vom Vater ihrer Kinder und zieht aus der Familienwohnung aus. Das jüngste Kind ist 2 Jahre alt. Ihr Noch-Ehemann organisiert ihr eine neue Wohnung, nicht weit entfernt. Die Kinder bleiben bei ihm. Mein Küssi und noch 2, 3 Sachen, die er mir parat gemacht hat, bin ich geholt. Die Kinder hatten den Samichlaus auf der Dachterrasse. Das war mega traurig. Also das ist wirklich, das ist so etwas, wo ich... Ja, das ist ganz schwierig. Ja. Ich bin ohne mit dem Auto weggefahren und ich habe es abgehört. Ja. Also ich bin nicht gegangen. Aber einfach topografisch. Ja. Das war schlimm. Sehr. Ja. Sie sagt, sie habe in dieser Zeit viel Alkohol getrunken. Sie versucht, ihr Leben neu einzurichten und sich von ihrer tiefen Erschöpfung zu erholen. Obwohl sie sicher ist, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, hadert sie mit der Situation und ist traurig. Als Liebespaar hätten sie sich getrennt. Als Eltern seien sie immer zusammen gestanden. In diesem Film vorkommen möchte ihr Ex-Mann nicht. Mit ihm kann ich gut darüber reden. Und sonst ist halt, also eben, die haben sich die Leute nicht mehr gemeldet bei mir. Einfach, hey, das Handy war stumm. Wieso ist das so? Oder wieso
Man war auch traurig, dann war es ein Schulhausfest und ich ging auch. Und dann wird dort ein Schalom Alechem gesungen. Dann ist es traurig. Oder? Ich mega brüllt. Das ist gerade zwei Wochen nach. Weißt du? Und natürlich der ganze Clan dort. Und nachher auf der Straße wird auf die Straßenseite gewechselt. Ich finde immer wieder erstaunlich, wie viele negative Impulse auch kommen und wie viele Leute auch wagen, auszusprechen an Abwertungen. Weil ich denke, als erstes, ja, ganz logisch wichtig wäre mal zu fragen, hey, was brauchst du, wie geht es dir und wie können wir dich unterstützen? De facto aber viel so ist, dass ganz viel eben die Bewertungen mit «Wie kannst du nur?» dann sogar umgemünzt werden, dass man es fast nur auf sich bezieht. Also eine Frau zieht aus und die gehört gar nicht in mein Familiensystem oder in mein Bezugssystem. Und dass das teilweise sogar Ängste auslöst, also von Außenstehenden, wie wäre das, wenn das meine Frau würde machen, jetzt vielleicht als Mann? Oder vielleicht noch überraschender, dass Frauen dann sagen, wie kannst du nur das machen? Und dass natürlich so eine Verschärfung gibt von der Unterstützung fehlt komplett, aber eigentlich, dass sie viel mehr mit der eigenen Geschichte zu tun hat, als eigentlich mit dem von ihr, die gegangen ist. Und die Empathie, und der Perspektivenwechsel ist ja etwas ganz Wichtiges ist, zum Verstehen. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Und die Gesellschaft hat dort schon immer noch ganz schnell die Moralkeule. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Rollenanforderungen noch einmal einfach höher geworden sind. Dass ganz viel sollen erreichen. Also jetzt ist es nicht nur so, du wirst Mutter und du sollst die perfekte Mutter sein, sondern du sollst die andere Rolle noch behalten und auch leben. Und dann kommt ja noch dazu, müssen wir vielleicht einen Bogen noch grösser aufmachen, aber ist relevant, mit dem das Selbstoptimierende. Also überall nicht nur mach's, sondern mach's sehr gut und bleib auch noch ganz zurück in den Job und bleib dann auch noch erfolgreich und schau, dass du nicht irgendwie deinen Stell verlierst. Bleib auch eine attraktive Partnerin, also schau auch gut auf dich. Und auch dort wieder die Wortwahl, lass dich nicht gehen oder ich weiss nicht was, halt auch wieder assoziiert von, man muss auf so vielen Ebenen die Perfektion anstreben, wo ich schon extrem auffällig finde, wie halt die Überforderung und dem allem gerecht werden extrem schwierig ist. Ich kann auch irgendwie noch mit mich müssen aushalten, kann die Situation müssen aushalten, auch die Reaktionen von außen müssen aushalten, auch müssen aushalten, dass ich quasi wie die Schuld bin. Also weißt, ich bin der Täter und bin trotzdem traurig. Ich habe einen Verlust, oder? So eine lange Beziehung, die geht auch ab dem, wo verlässt, nicht einfach spurlos vorbei. Das ist so. Aber man hat Erwartung, oder? Ich habe schließlich auch schon, du hast ja verbockt. Du bist jetzt so, was brüllst? So ein bisschen. Ich finde es sehr auffällig, wie in den letzten Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnt, immer mehr der Fokus darauf gekommen ist, was muss man am Kind machen, was braucht das Kind und wie ist das gesunde Aufwachsen vom Kind. Das ist sehr wertvoll. Es macht auch Sinn, dass Eltern sich überlegen, wie wachsen meine Kinder gesund auf. Was ich beobachte, ist, dass der Fokus oft so stark auf das Kind ist, dass man gar nicht mehr schaut, was brauche denn ich als Elternteil, um so gesund zu sein und um so stabil zu sein, dass ich dem Kind mitgeben kann, was es braucht. Und ich sage oft in unseren Workshops auch, eigentlich ist das Wichtigste, dass ich schaue, dass ich stabil bin, dass ich bei mir bin und dass es mir gut geht. Weil ich sage nicht, die Kinder wachsen ganz von alleine und man muss nichts mehr gross machen. Aber wenn ich Ressourcen habe, wenn es mir gut geht, wenn meine Energie da ist und ich habe genug Selbstfürsorge für mich, ist es viel einfacher, die Bedürfnisse der Kinder zu spüren. Ich kann mich viel mehr auf sie einstellen. Und tatsächlich sagen oft auch Klienten, jetzt wird es plötzlich selbstverständlicher, was sie brauchen. Und bei vielen Familiensystemen, wo jemand daraus rausgeht, also bei fast allen, ist Selbstversorgung ein riesiges Thema, dass man auch merkt, es ist nicht mehr im Gleichgewicht. Darum durchaus würde ich sagen, bei sich zuerst heranschauen, wo stehe ich, ist essentiell für das gesunde Aufwachsen der Kinder. Und es ist so ähnlich wie die Sauerstoffmaske im Flugzeug. Dort sagen sie auch immer, die musst du dir zuerst anlegen. Es muss genug Energie da sein, sonst kann ich gar nicht da sein für Kind oder für ihre Bedürfnisse, die sie haben. Mit ihrem Auszug ohne Kinder hat Maura Stocker gegen ein ungeschriebenes Gesetz verstoßen. Mütter müssen immer bei ihren Kindern bleiben. Und doch scheint es, als hätte es sich gelohnt.
Ich weiss noch, als ich in dieser neuen Wohnung war, hat das Kind von mir gesagt, Mami, du bist ja so lieb. Also ich glaube, durch meine Entspanntheit, also einfach durch das, dass ich meine Oberflächenspanne hat sich beruhigen. Und dann ist in der Zeit, als ich Kind hatte, bin ich tiefer entspannt gewesen. Mega. Ich hatte wieder Raum und wieder Platz auf meiner Haut für Berührungen und auch in der Seele. Durch das, dass ich natürlich Zeit hatte für mich, zum Lesen, zum ruhig sein, zum Brüllen, zum andere Leute treffen. Das hat schon viel geholfen. Zum wieder, weißt du, wie so die Batterie ist wieder gefüllt gewesen, um irgendwie so, okay, so, kann ich wieder gehen. Du wirst dein Wunder erreichen. Viel Spass. Ich habe dich sehr fest lieb. Küssli aufs Nüssli. Ich habe dich sehr fest gern. Pass auf dich auf und geniesse es. Kuss. In diesem Haus ist Maura Stocker mit ihren zwei älteren Schwestern aufgewachsen. Können wir einfach Sitzplatz oder so? Ja, machen wir. Ihre Eltern leben das klassische Familienmodell. Die Mutter ist Hausfrau, der Vater Forstingenieur. Ja, genau. Für Salamander. Ja, ein ganzes Junges hat es noch. Ich habe deinen früheren Mann da heiß gesagt. Ja. Und wenn wir da würd lupfen, dann hätte es natürlich Blindschleichen. Schnecke hat es übrigens auch. Wer? Ja, okay. Bist du für dich in deinen Augen eine schlechte Mutter gewesen, bevor du gegangen bist? Ich glaube, ich habe das nie so. Nein. So nicht. Ich habe aber gewusst, jetzt bin ich so fest an meinen Grenzen. So. Ich habe es ja auch physischer Art gemerkt. Also ich habe gemerkt, wir haben viel so Spiele gemacht, gell, mit dem Wasser und Wasseroberflächenspannung und so. Gell? Ich habe wie das Gefühl gehabt, ich habe die Wasser, die Oberflächenspannung. Ein Tropfen dann überläuft. Ein Tropfen mehr und ich bin, bevor es überläuft, bin ich gegangen. Also für mich ist wie so, ich habe. Ich muss gehen, dass nichts passiert. Ich hatte einen kleinen Wutausbruch am Telefon, als sie mir das gesagt hat. Beschaurig für mich. Ja, ich war wirklich sehr sauer. Und dachte, Maura, das kannst du nicht machen. Du hast drei Kinder, ich habe drei Kinder. Probier es doch einfach. Ich habe noch gar nichts ausprobiert. Probier es. In 10 Jahren ausprobiert. Ja, aber nachher, nach dem Entscheid, dass man vielleicht sich, ja, dass man noch etwas ausprobiert. Oder ja, also das war ganz ein heftiges Telefon von mir. Gell, Maura, das hast du auch so empfunden als eine Art Zusammenschiss. Also, das sollte ich nicht sagen. Doch, Zusammenschiss. Zusammenschiss, ja. Mal finde ja, ich auch. Aber es ist vom Bauch aus, von ganz, ich habe das nicht unter Kontrolle gehabt. Es hat einfach gedöbt. So, das war meine Reaktion. Ich habe es dir zuerst gesagt. Weißt du das noch? Ja. Du hast nicht voll chillt reagiert. Weißt du das noch? Wie habe ich reagiert? Chillt. Entspannt. Was ist das? Du hast fast so, ja. Ja. Dann mach das. Ja. Ich bin zwar ein impulsiver Typ. Sagt man. Aber solche Sachen kann ich ziemlich gelassen nehmen. Also erstens ist ihr Entscheid, ist ihre Ehe. Und zweitens, ich meine, es kommt nicht von ungefähr, einfach so aus dem heiteren Himmel. Die Spannungen sind bekannt gewesen, Problem. Und von daher gesehen, nicht, dass ich jemanden Freude gehabt hätte, das überhaupt nicht. Aber es ist für mich korrekt gewesen, es ist schon für mich okay gewesen. Ja. Ich habe ja in meinem Leben verschiedentlich Knall auf Fall die Richtung geändert. Etwas anderes gemacht oder ausgestiegen aus etwas. Und im Nachhinein muss ich eigentlich sagen, so weiche Stellungen sind im Moment hart, können wehtun auch, aber haben auch etwas Gutes eingeleitet. Nur wenn man noch jemanden loslässt, kann etwas anderes wiederkommen.
Meine Reaktion war anders als bei dir. Es war einfach eine momentane Reaktion aus dem Bauch, aus sich, völlig unkontrolliert. Es hat mich so tief eigentlich auch getroffen. Wieso denn? Weil ich das vielleicht noch so ein bisschen altmodisch bin. Man bleibt doch bei den Kindern. Aber sie hat mich ganz gleich korrigiert. Sie verlässt ihre Kinder nicht. Das war eine ganz wichtige Ergänzung von ihr. Weil ich gesagt habe, du kannst doch deine Kinder nicht verlassen. Das geht nicht. Ja, ich verlasse meine Kinder ja nicht, hast du mir dann gesagt. Ja. Und das ist ja bis zum heutigen Tag wirklich so. Das hat sie mir einfach müssen erklären, was genau, was ist ihren Schritt. Es ist noch so ein Tabu. Ich meine, ich bin so geschnitten worden und so. Ich kann das wählen wie. Es ist nicht so schlimm. Also, man darf auch darüber reden. Und ich glaube, dort ist bei mir der Punkt, zum Ja kommen, um da ein bisschen mehr normal machen. Einfach, es ist okay. Also, man darf euch als Frau, als Mutter, darf man gehen. Absolut. Mhm. Und. Ja, darum bin ich auch da und zeige auch mein Gesicht. Ich muss mich nicht klein machen, ich muss mich nicht schämen, ich muss mich nicht verstecken, sondern komm, redet doch mal drüber. Es ist voll in der Ordnung. Ich bin ja verschiedentlich angesprochen worden. Ist das deine Tochter? Ja, das ist unsere Tochter. Genau. So. Aber eigentlich haben die zu einem neuen Modell gefunden. Und ich muss sagen, ich habe das noch nie gehört. Und die Diskussionen mit verschiedenen Leuten, das hat mir sehr viel gebracht. Weil ich habe gemerkt, aha, man kann sogar über das reden. Meine Tochter hat ihre Familie verlassen. Und man kann darüber reden, dass die Frau die Familie verlässt. Ja. Das ist Tabu. Die Männer dürfen das, aber die Frauen nicht. Und das ist auch für mich eigentlich eine gute Bewegung, dass das rausgeht. Dass sich die Gesellschaft mit solchen Sachen wirklich auseinandersetzt. Es ist Zeit, dass die Frau einfach ihre Rechte auch bewusst wahrnimmt und nicht Angst hat vor solchen Entscheidungen. Das schließt nicht aus, dass man es untereinander probiert und möglichst gut macht. Du hast mir mal gesagt, ich habe den besten Kindsvater, den es überhaupt gibt. Und was willst du noch mehr? Ich finde ihn ein toller Mann. Das ist ein toller Typ. Mhm. Und ein guter Mann mit dem nicht ein Mann, ein Vater oder zu den Kindern. Ja, weil er so ein toller Typ ist, liegt es eben auch wirklich, wirklich drin, dass sie Kinder bei ihm sind. Hat unsere Gesellschaft ein falsches Bild von der perfekten Mutter? Unsere Gesellschaft hat zumindest ein sehr strenges Bild mit der perfekten Mutter. Und ich würde es perfekt wirklich gerne vor allem lernen weglassen. Und auch so lernen, es braucht Augenmass, es braucht vor allem die Flexibilität und den Perspektivenwechsel auf, hey, von wem reden wir eigentlich? Nicht jedes Familiensystem ist gleich. Und dass man immer mehr spürt, es gibt einfach so viele Modelle, wie man Familie leben kann. Und es gibt nicht nur das eine. Und insofern ist einfach unser System und Bild von der perfekten Mutter zementiert die alte Rolle und engt extrem ein. Auch Väter. Das ist wichtig. Je mehr auf die Mutter konzentriert wird, desto mehr geht auch der Fokus vom Vater weg. Desto mehr muss der sich dann auch erkämpfen oder desto mehr muss das Paar sozusagen wie das so umschichten. Also wenn man so wie eine Wippschaukel hat. Und es wäre ja schön, wenn man einfach schon von Anfang an mehr in dem Gleichgewicht oder das Gleichgewicht anstreben. Haben die Mieter mehr Einfluss, dass es an der Familie gut geht, als Väter? Ja, der Einfluss von diesen Mietern. Dort würde ich zuerst wieder schauen, wie ist es eben aufteilt. Also wenn eine Mutter praktisch 100% bei den Kindern ist und der Vater arbeitet draussen und ist 5 Tage in der Woche weg oder noch mehr, dann ist es natürlich so, dass die Kinder dort viel die stärkere Bezugsperson drinnen sehen oder vielleicht manchmal sogar eine stärkere Bindung haben, muss aber nicht sein. Und dann ist es schon so, dass eine Abwesenheit von der Mutter wie eine grössere Raumfreie gibt. Wenn aber eine Partnerschaft, und wie das jetzt ja immer mehr kommt, so auf Augenhöhe und möglichst auch gleich gelebt, gleichberechtigt gelebt wird, dann nimmt der Einfluss, das meine ich aber sehr positiv, ab zugunsten von einem Gleichgewicht von beiden Elternteilen oder allen Elternteilen. Patchwork-Familien sehen nur mal anders aus, haben plötzlich nur mehr Elternteile. Von dem her, nein,
die Mutter ist nicht die Hauptverantwortliche für das gesunde Gedeihen der Kinder. Die Hauptverantwortung in der Kindheit und Jugend von Liana Müller hatte nicht ihre Mutter, sondern ihr Vater. Die 28-jährige Bernerin ist ohne Mutter aufgewachsen. Sie wohnt heute in einer Dreier-WG in der Stadt Zürich. Liana arbeitet hauptberuflich als Fachfrau HR. Daneben hat sie ein kleines Pensum als Flight Attendant bei der Swiss. Sie macht sich bereit für einen Flug nach Dubai. Beim Reisen fühlt sie sich wohl. Die Fähigkeit, sich schnell an ihre Umgebung anzupassen, zeigt sich auch in ihrem Dialekt. Mit dem Vater spricht sie Berndeutsch. Ansonsten Zürcher Dialekt. Ich bin schon als Kind sehr gerne unterwegs gsi. Mein Vater sagt auch, wenn mich amigs gefragt hast, ob irgendjemand bei Verwandten oder auswärts übernachtet, ich bin immer voll dabei gsi. Ich bin gerne daheim, aber für mich ist das daheim nicht so ein fixer Ort, sondern halt dort, wo ich mich gerade so wohl fühle. Und wenn sich das verändert, dann verändert sich das halt. Liana Müller kommt in Langenthal im Kanton Bern auf die Welt. Sie hat einen 3 Jahre älteren Bruder. Die Eltern hatten sich auf Hawaii während eines Sprachaufenthalts kennengelernt. Als Liana 3 Jahre alt ist, geht ihre Mutter zurück in die Heimat nach Malaysia. Sie und ihr Bruder bleiben in der Schweiz beim Vater. Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Kindheit. Als Kind war er extrem ein liebevoller Vater. Ich habe früher zum Beispiel immer bei ihm Fernsehen geschaut und war immer so bei ihm auf dem Sofa. Das ist auch so eine Erinnerung. Es ist so jeden Abend vor dem ins Bett gehen, wir ja noch etwas schauen. Und dann bin ich immer zum Vater ran. Und bin eigentlich dort, vor allem wenn ich müde war, bin ich immer eingetöset, so auf dem Ding und habe auf sein Jäckchen gesabbert. Liana und ihr Bruder sehen ihre Mutter nur während 5 Wochen in den Sommerferien, wenn sie zu ihr nach Malaysia fliegen. Ja, also bis ich 5 war, bin, ist meine Mutter mich noch holen. Und nachher sind wir aus UM, also aus alleinreisende Kinder, sind wir auf Malaysia geflogen. Ja, das Ding ist halt so, ich glaube, meine Mami hat damals recht viel so materiell zurückgegeben. Das heisst, ich habe es halt immer lässig gefunden, weil ich mega viel Spielzeug bekommen. Ich habe das Gefühl, also Malaysia hat mir eigentlich immer sehr gefallen. Ich habe eigentlich sehr früh, also meine Mutter hat immer gesagt, hat meinen Brüdern gezeigt und gesagt, das Kind sieht aus wie ein Asiat und dann hat sie auf mich gezeigt, das Kind ist wie ein Asiat. Also dort habe ich eigentlich recht gute Erinnerungen. Lianas Bruder war 6 Jahre alt, als die Mutter die Familie verließ. Für ihn war es schwieriger. Vorkommen im Film möchte er nicht. In der Schweiz schaut nun das Grosi tagsüber zu den Kindern. Lianas wichtigste Bezugsperson aber ist ihr Vater. Also es war wirklich mega strukturiert. Also ich, eben auch 18 Jahre später kann ich mir das, also ist es immer noch so verrückt, dass ich mich an jeden Schritt quasi vom Tag erinnere, weil es wirklich immer sehr, sehr strukturiert war. Mein Vater hat uns am Morgen aufgenommen, immer um 6:30 Uhr. Am 6:45 Uhr ist er abgedüstet, mein Grossi geholt. Dann ist er meistens, glaube ich, so spätestens um 6:45 Uhr ist wieder da gewesen. In dieser halben Stunde haben wir gemörgelt, haben uns angelegt, Zähne geputzt. Über den Mittag sind wir schnell heim essen, am Abend wieder heim. Mein Vater ist heimgekommen und dann hat er sie heimgetan. Er hat mit uns Hausaufgaben gemacht. Vor dem Schlafen gehen haben wir noch Fernsehen schauen und
es ist immer die gleiche Reihenfolge. Es ist immer Pyjama anlegen, Bettmümpfeli essen, Zähne putzen, ins Bett. Egal ob in der Schule, in der KV-Lehre oder in diversen WGs, Liana ist immer die Einzige, die beim Vater aufgewachsen ist. Sie ist eine Ausnahme. So viele, ich glaube, das sind eigentlich Bärlauch. Und es sind auch immer so Einzelwüchs, Bärlauch. Also müssen die Säcke voll sein für unser Pesto. Ja. Ich würde echt gerne mal anders experimentieren. Für mich ist es halt immer so ungewohnt, gell? Weil ich so sehr einen engen Kontakt mit der Familie habe. Und sie mir auch sehr wichtig sind. Und darum ist das für mich immer so unnormal eigentlich. Also es ist sehr schwierig, sich in die Lage zu versetzen und sich da vorzustellen, finde ich. Aber ja, ich meine, ich würde es schön finden für sie. Zum Teil wäre es vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen leichter. Ja, oder wäre auch neugierig, wie sie so wäre. Also ich habe nie gesehen, den Papi kenne ich und den Bruder. Ja. Liana, erzählst du das auch mit proaktiv oder fragt dich jemand? Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, so von meinem Umfeld wissen es schon alle. Also vom Näheren, aber es ist, also ich erzähle es, wenn es sich halt irgendwie so ergibt, oder? Oder wenn ich irgendetwas erzähle, dann erzähle ich halt meistens vom Vater in der Kindheit und erwähne eigentlich wie halt die Mutter nicht so. Und es fällt damals auf und dann gibt es schon manchmal Leute, die fragen, ja, und dann deine Mami? Oder wenn jemand fragt nach meiner Herkunft, weil, also ich heisse ja Müller, aber ich sehe jetzt nicht so mega müllerig aus. Dann ist einfach so, also, hast denn du andere Wurzeln? Und dann sage ich, ja, meine Mama ist von Malaysia. Ah, okay. Und nachher fragen sie automatisch, bist du denn dort aufgewachsen, bist du da aufgewachsen? Und ich so, ja, da. Und dann kannst du dann auch Malay. Und dann sage ich, nein. Und so, hat es meine Mama nicht beigebracht? Also, weißt du, es geht immer so ein bisschen, es kommt so automatisch ab einem gewissen Punkt, irgendwie so teilweise im Gespräch. Aber, also, eher so, wenn du mit jemandem so ein bisschen näher zu tun hast, in der Regel. Seit ihrer Kindheit ist Liana damit konfrontiert, dass schlecht über ihre Mutter gesprochen wird. Es nervt sie. Hast du deine Mami müssen verteidigen gegenüber anderen? Absolut. In der Kindheit, wenn ich mich eben so mit der bei den Kolleginnen bin go spielen und dann so, deine Mami ist nicht da, das könnte sie jetzt nie. Ich finde es halt irgendwie auch so ein bisschen, ja, also ich finde es irgendwo durch daneben, weil inwiefern hat mir das in dem Moment etwas gebracht, weil ich habe wie so das Gefühl hatte, die Mütter wollen einfach wie so sagen, ja, ich bin besser als das. Die gängige Annahme, dass vor allem Mütter zu ihren Kindern gehören, stört sie. Es gibt ein paar wenige Sachen, die physisch sind, wo vielleicht eine Frau eine andere Voraussetzung hat als ein Mann. Aber bei der Kindererziehung definitiv nicht. Das heisst, mein Vater hat mir genau auch Vaterliebe geben können, die genauso wichtig ist wie eine Mutterliebe. Mit der Opferrolle, die ihr häufig zugesprochen wird, kann sie nichts anfangen. Im Gegenteil. Sie hat teilweise sogar Verständnis für ihre Mutter. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, es ist völlig okay, die Familie zu verlassen? Ja. Egal in welcher Situation. Also. Nein, nicht egal in welcher Situation, aber in unserer ja. Also meine Mutter hat sehr jung geheiratet. Sie ist sehr früh schwanger geworden. Sie kommt von einer Kultur, wo das eigentlich die einzige Option oder das einzige Lebensziel von einer Frau ist. Ist nachher halt auch so ein bisschen gemerkt, dass sie vielleicht auch andere Möglichkeiten hat und dass das wahrscheinlich ihr auch nicht so entspricht. Und sie hat wirklich nicht keine gute Zeit in der Schweiz gehabt. Also wir sind halt sehr ländlich aufgewachsen. Rassismus ist sicher ein Thema gewesen. Wenn das Bleiben einem so unglücklich macht, dass es auch die Kinder beeinflusst oder die Kinder auch merken,
dann kann man sich gut, kann man gut die Erwägung ziehen, ob es das Richtige ist. Und ich glaube, zu gehen ist nicht immer das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist Lianas Vater Walter Müller. Er, der technische Kaufmann, hätte nie gedacht, dass er einmal alleinerziehend sein würde. Seit der Scheidung lebt er allein. Also, jetzt, ja. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir es ein bisschen brennen, dass es ein bisschen Wärme gibt. Und nachher müssen wir schauen, dass wir den Rost irgendwo drauf bringen. Und einfach ein bisschen desinfizieren, dass es lange nicht gebraucht wurde. Ja, am Anfang ist es natürlich schon ein komisches Gefühl, weil das ist eine ganz neue Rolle, die man sich nie damit befasst hat. Nicht, oder? Ich kenne auch bis heute keinen einzigen alleinerziehenden Vater. Also Mütter viel, aber ein Vater. Vater eigentlich nicht, oder? Ja. Ja, wobei, wenn es so weit ist, dann sieht man einfach, das ist die Situation, oder? Und das ist nicht der Tagesablauf. Und wenn man natürlich anfängt zu überlegen, oh, jetzt würde ich gerne irgendwie ein bisschen Zeit haben mehr und so, das ist natürlich falsch, oder? Das darf man nicht. Aber in so einem Moment geht es rein und allein um die Kinder. Oder? Da muss man sich einfach die eigenen Bedürfnisse hinterher anstellen. Sonst funktioniert das nicht. Oder? Also der ganze Tag war sehr, 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 sehr strukturiert. Und ich hatte das Gefühl, das ist zum Beispiel etwas, was ich extrem geschätzt habe bei dir. Wo ich zum Beispiel, wenn ich bei der Mutter war, sehr speziell gefunden habe. Es ist nicht so organisiert und aus Kind gibt er das. Also ich habe das Gefühl, das hat mir wie extrem viel Sicherheit gegeben. Oder? Also weißt, ich hatte wie so meinen Rahmen gehabt. Und ich habe eigentlich immer gewusst, so, wenn ich irgendetwas habe, dann bestehe. Also, ich meine, das ist ja bis heute so. Oder? Also, ich glaube, es gibt eigentlich fast kein Problem, wo ich finde, so, hey, das kann ich jetzt nicht mit dir besprechen. Oder? Weil du halt einfach immer so. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, das ich mir extrem hoch anrechne, weil er ist ja mein Vater, oder? Und viele haben dort immer so eine rechte Hemmschwelle, zum Beispiel, wenn ich ein Beziehungsproblem habe oder keine Ahnung was, das mit einem Vater zu diskutieren, weil es der Vater ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, bei dir, teilweise ist so, im ersten Moment bist du ein bisschen überfordert, weil ich immer noch deine Tochter bin. Und dann irgendwie switchst du so und dann gehst du so, also übernimmst du so eine extrem objektive Haltung. Und darum diskutiere ich auch mega gerne Probleme mit dir aus. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich denke schon. Also, wo du noch klein warst, war das natürlich. Dann war es noch einfach. So. Aber als ich nachher so ein bisschen älter geworden ist. Ich weiß noch, einmal, sie heimkam von der Schule und dann hast du gesagt, Papi, ich sei angelegt wie ein Bauer. Und das ist einfach zweckmässig angelegt. Oder? Yeah. Mode oder so, ist halt nicht so. Aber von dann an hat sie nachher schon an, den Tarif durchgegeben. Ja. Was eingekauft wird und so. Dann musst du den Lied übernehmen, weil ich keine Ahnung, wie lange das die brauchen. Wenn sie ganz schwarz sind, dann ist es nicht mehr gut, Mensch. So. Als ich meine Tage das erste Mal bekam, und dort ist halt so ein bisschen, weiss noch, als ich meine Tage bekam, bin ich recht so
oder irgendwie schon selber bist irgendwie mega aus dem Häuschen. Vor allem, weil ich relativ früh dran war. Also von meinen Kolleginnen hatte es noch niemand. Und dann bin ich so, weiss nicht, du bist in die Stube gehockt, bin ich so zu dir gelaufen und bin so, ich habe meinen Tag bekommen. Und dann so, soll dir etwas holen? Und ich so, ja. Und du so, was? Und ich so, weiss auch nicht. Und dann bist du losgegangen und dann hast so die dicken Boote, die Linda-Dings, die wahrscheinlich beim Grossimann gesehen hast du die gepostet. Und dann war ich überhaupt nicht zufrieden damit. Und dann ist aber, bin ich zu den Nachbarn über und habe dann irgendwie so gesagt, so, ja, aber so Problematik geschildert. Und dann hat sie mir dann so die Always, die halt normalerweise so Teenagers zum ersten Mal, wenn sie Tage haben, so brauchen. Und dann bist du die gekauft. Du bist nochmal losgegangen. Ja. Ich meine, das sind schon Sachen, die vielleicht andere nicht so erlebt haben. Aber ich finde es so, also klar, also weißt du, irgendwie, ja, aber es geht ja auch. Also, es ist, also heute finde ich es recht lustig. Dann zumal ist so ein bisschen, ich dachte, ja, scheiße, also es wäre schon noch cool gewesen, wenn so eine Mami könnte fragen, die ein bisschen Ahnung hat und nicht mein Vater. Aber ich finde, du hast eigentlich recht gut reagiert. Also, du warst sicher auch nervös, aber irgendwie. Ja, auch ich, Mami. Es gibt auch so Sachen, die hat man auch irgendwann ausblendet. Die erinnere ich mich nicht mehr. Verdrängt. So, jetzt ist es sicher. Moist. Hunger! Ja, das ist. Und es verbrennt, nehme ich dann. Und wie läuft es schon zu Zürich? Ja, schaffe genug zu tun. Ja, hat viel zu tun. Wenn zum Beispiel ich sage, ja, ich bin mit meinem Vater aufgewachsen. Ja, wo ist das Mami? Ja, das ist in Malaysia, also ist zurück auf Malaysia gegangen. Das ist einfach immer so, du Arms. Also es ist immer sehr so Mitleid, auch so ein bisschen, eine negative Haltung meiner Mutter gegenüber, à la, ja, sie ist eine Rabenmutter. Und das finde ich nicht fair, weil es gibt ganz viele Kinder, die ohne Vater aufwachsen. Und dort finde ich so ein bisschen, ja, wieso wird das nicht so gesellschaftlich geächtet wie bei der Mutter? Und ich finde es unfair. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer positiv war, weil ich bin der Meinung, für Kinder ist eine intakte Familie mit zwei Eltern immer noch das Beste, oder? Also vorausgesetzt, das funktioniert. Natürlich noch. Das ist das Optimale. Und alleinerziehend ist einfach die zwei beste Lösung. Oder? Aber ja, ich denke schon, ich würde euch nicht so gut kennen, wenn wir sich nicht getrennt hätten. Also, dann wäre ich wäre wahrscheinlich ständig noch mehr ein bisschen beruflich unterwegs gewesen, als es du warst. Und dann wäre ich wahrscheinlich eher so der typische Mann gewesen, der einfach arbeitet. Ich gebe den Vätern da ganz viel Eigenverantwortung und ich traue ihnen auch wirklich viel zu. Also ich glaube, ein Vater kann da genauso die Rolle einnehmen, kann stabil da sein. Was braucht das Kind? Das Kind braucht stabile, zuverlässige Bindungspersonen, wo man weiss, die kommen, wenn sie sagen, sie kommen. Und man weiss, da ist irgendwie der Spielraum. Und das ist natürlich überhaupt nicht schlechter gebunden. Meine Erfahrung ist, dass wenn die Kinder noch recht klein sind, also so unter drei, dass sie nicht sich damit können oder müssen auseinandersetzen, was sie kognitiv noch erinnern. Weil das fängt erst etwa ab 3 Jahren an, dass man wirklich noch Bilder hat, Erinnerungen an die älteren Teile, an die Familienkonstellation. Und teilweise wird das auch berichtet als eine gewisse Entlastung, dass man sagt, ich habe gar keine Erinnerung an das Familienmodell, wie es vorher war. Das heisst, soweit ich mich zurückerinnere, bin ich immer allein mit meinem Vater. Und der war halt immer da und der war stabil da. Es gibt Kinder, die das integrieren und die mit dem ganz gut leben. Und das ist etwas, was wir im Kopf haben sollen, dass da die Leute ganz unterschiedlich damit umgehen und die Kinder auch krisenresistent sind. Also wir alle, wir können mit Krisen umgehen. Und dann geht es darum, wie wird das gehandelt.
Liana Müller hat ihre Mutter vor 7 Jahren zuletzt gesehen. Wir sind nicht mehr in Kontakt. Ich habe den Kontakt vor 7 Jahren abgebrochen, weil sie sehr schwierig ist für mich. Also durch das, dass sie halt sehr labil ist, durch das, dass sie teilweise einfach so völlige einfach so Ausraster hat. Und das ganze Thema wie nie richtig verarbeitet hat, habe ich einfach mich entschieden dafür, dass mir, also es ist schwieriger, mit ihr im Kontakt zu sein, als nicht mit ihr im Kontakt zu sein. Also es ist immer noch meine Mami, ich respektiere sie als meine Mami, aber ich habe mich entschieden, dass ich sie nicht in meinem Leben möchte haben. Maura Stocker hat ihr Leben radikal verändert. Sie hat aufgehört zu rauchen und Alkohol zu trinken. Und sie geht noch einen Schritt weiter. Im Gegensatz zu mir haben die ja immer noch Alkohol drin. Oder halt einfach meine Vergangenheit noch gewusst. Dann war das irgendwie komisch, dass ich so gesund lebe, beziehungsweise einfach anders lebe. Gesundheit mal dahingestellt. Und meine Haare noch immer die alte Vergangenheit einfach noch mit sich herumtragen. Es braucht ein bisschen Mut, gerade wenn man eine größere Nase hat, zum Beispiel. Man sieht sich extrem und muss mit all seinen Ecken und Kanten Frieden machen. Und ich finde es super. Und wenn ich an mich denke oder eine Entscheidung treffen muss, oder so, dann merke ich so, sie sind noch irgendwie, dann gehe ich unter die Dusche und meine Haare schneiden. Und das ist sehr meditativ und ich fühle es extrem. Und kann dann so denken. Und ja. Liebes Mami, ich liebe dich. Danke, dass du immer für uns da bist. Dass du immer für uns kochst, putzt, wäschst, machst und uns beim Hausaufgaben machen hilfst. Danke. Dein Mut ist das Größte. Deine Frisur ist der Burner. Entschuldigung, dass ich 3 von deinen Kauben missgenommen habe. Sorry. Danke, dass es dich gibt. Maura Stocker hat ihre persönliche Reißleine gezogen. Sie ist ausgezogen, gegen alle Konventionen. Und doch ist sie Mutter geblieben. Kinder bekommen zu haben, hat sie nie bereut. Das ist eine krasse Selbsterfahrung. Die grösste Herausforderung vom Leben und die schönste Arbeit. Die krasseste gleichzeitig. Die spannendste. Bis heute noch so, wir machen, sei dahingestellt, weil es ist müßig. Aber auch die Zeit, ich würde sie nicht hergeben, ehrlich gesagt. Liana Müller, die vermeintlich Verlassene, sie fühlt sich alles andere als das und möchte keinesfalls in diese Schublade gesteckt werden. Ich bin eben der Meinung, irgendwo durch verkackst du es als Eltern eigentlich immer irgendwo ein bisschen. Und jedes Kind hat andere Ansprüche. Und es geht eigentlich gar nicht, also, dass du deinem Kind zu 100% den Ansprüchen kannst gerecht werden. Und ich kann von mir sagen, dass das Aufwachsen mit meinem Vater meine Ansprüche sehr, sehr gut gedeckt haben. Und für die anderen, sagen wir 20% oder 10%, auf die kann ich jetzt auch verzichten. Und wegen dem habe ich jetzt nicht das Gefühl, habe ich eine schlechte Kindheit gehabt. Tabus verschwinden nur, wenn man sie bricht, darüber spricht und dabei gehört wird.